Das ist nicht wichtig, Mieke. Was macht ihr im Film? Ist das so? Ich muss mir überlegen, ich bin ja einen Meter Größe. Wie groß bin ich? Du sollst doch nicht reden, Mika. Halt hoch. Anders. Mir ist das auch scheißegal, das muss gar nicht so gut aussehen. Ja, wenn ich neben dir stehen raus sind, sieht man mich jetzt so schlechte Augen. Sieht man mich? Ja. Bis wo sieht man mich? Ich stelle mich einfach die ganze Zeit so hin. Das ist geil. So können wir es auch machen, dann sieht man dich nämlich gar nicht. Also? Nochmal so. Warte, nochmal. Jetzt mit dem, mach mal mit den Beinen gleich mit. Kriegst du das hin? Ich kann, du bist auch unbeholfen wie ein Stück Brot. Gerade stehen! Den Edding gerade in der Hand. Der letzte Moin, Scheiße. Wie Moin, Scheiße? Moin! Moin! Scheiße! Neben mir steht Mika. Mika ist unser Praktikant. Stell dich vor, Mika. Stell dich jetzt davor. Das ist Mika. Mika ist unser Praktikant. Mein Chef hat ihm erlaubt, mich zu tätowieren. Wie alt bist du, Mika? 13. 13. Der Chef hat wirklich tatsächlich Mika erlaubt, mich zu tätowieren. Ohne mich zu fragen. Soll ich den Wilken wirklich tätowieren? Quatsch. Achso, also eine Kunsthaut. Wir machen gemeinsam ein dickes Motiv, was du Wilke ballern kannst. Also doch, Wilke, klar. Okay. Ich muss gebückt stehen, weil ich bin einfach 2 Meter groß und Mika ist 44 Zentimeter. Bevor ich meine Ausbildung zum Tätowierer begonnen habe, hat mein Chef mir seine Tattoo-Maschine in die Hand gedrückt und gesagt, tätowier dir mal was Schönes. Er wollte daran sehen, wie ich arbeite, was ich mache, wie ich auf das Ganze reagiere. Ich habe mich auch tätowiert und zwar ich mir eine Einkaufsliste aus Beinen tätowiert. Feines Ding. Eier, Milch, Uchte besuchen und tätowieren lernen. So, du Mika, das erlaubt es, mich zu tätowieren. Damit Mika direkt an Haut üben kann und direkt sieht, wie scheiße schwer das ist, überhaupt Farbe in eine scheiß Haut reinzubringen. Ja, das stimmt. Also das ist und jetzt so wirklich... Man direkt an was er arbeiten muss, weil Papier... Also Zeichnung unter Papier ist super easy, aber auf Haut super schwer. Das ist und genau richtig. Und weiß, wo seine Skills sind. Vielleicht erweist er sich ja gleich als absolutes Linientalent und lügt Fröbel wieder so rein mit einem 37er Lührkranz. Er kann jetzt den Scheiß machen. Wir zeigen ihm jetzt, wie man Arbeitsplatz vernünftig einrichtet, wie man tätowiert und am Ende kann mein Chef das dann covern. Ich habe ja einen neuen Arbeitsständer. Mika, geh sofort beiseite. Da ist mein ganzes Material drin. Zeug, noch mehr Zeug. Also Mika, das Erste, was du brauchst, sind... Was willst du mit Klarsichtfolie? Dein Pausenbrot einpacken oder was? 2 Handschuhe raus, das Ding zurückstellen. Hast Handschuhe an oder was? Ja, fast, ne? Ja gut, dann ist das ja schon mal halbe Miete, wa? Richtig, Mika. Ariknitter, als hättest du in deinem Leben nichts anderes gemacht, außer mit Tape irgendwas fest. Für den optimalen Halt, Mika, da auch noch ordentlich links einen langlegen, Alter. War da mal Spaß, Mika, ne? Mit Klarsichtfolie Sachen einwickeln, du. Der Job des Tätowierers ist doch ein Träumchen, oder nicht? Ja. Kannst du nicht mal Klarsichtfolie abreißen? Oh Gott. Rüberträgen. Wie auf der anderen Seite. Genau. Und jetzt kannst du abreißen. Schön, dass er über der Kante rüber ist. So. Ja, Tor. Drehen, richtig schön drehen. Drauflegen. Genau. Und da vorne links ist mein Zauberstab. Genau, das ist wie bei Harry Potter. Anstöpseln, hier. Anstöppeln. Na. Abreißen, hier drauf positionieren. Ich schätze mal, du brauchst so 10 Stück. 1, 2, 3, 4. Wenn er so weitergeht, Mika, ist gleich dunkel draußen. 5, 6. Zähl laut mit, Mika, und sei glücklich dabei. 7, 8. Laut, glücklich. Los, komm. 10. Top. Das ist eine Liner, also zum Linienziehen. Und zwar ist es von der Stärke eine 5er. Die kannst, also du machst ja nur Linien, du machst jetzt ja keine Schattierung oder so. Daher brauchst du nur die. Die kannst du da hinlegen. Chef legt sehr viel Wert auf Ordnung. So sieht's aus. Also du bist ja das erste Mal an der Maschine. Du bist ja das erste Mal am Mann dran, ne? Das heißt, es muss ein Motiv sein, was für dich machbar ist. Mhm. Weil du wirst halt wirklich sehen, dass es nicht so einfach ist. Also habe ich für dich 3 Motive.
Zur Auswahl. Gemeine Gruseldrache. Eine Lokomotive. Und jetzt kommt der Beste. Gemeiner Gruseldrache in Lokomotive. Aber Chef hat gesagt, das kann er nicht, das kriegt er auch nicht hin. Okay, wir nehmen den Gruseldrachen. Du möchtest ja den gemeinen Gruseldrachen jetzt als Vorlage quasi, als sagen wir mal, malen nach Zahlen auf meine Haut bringen. Was brauchst du dafür? Stencil. Oh. Er zeichnet es einfach mit etwas Druck alle Konturen fein lecker nach. Und das Ganze befindet sich dann auf der Rückseite und das wird dann auf meine Haut draufgeklebt. Und dann versorgt Mika mein Bein. Kleiner Mika, jetzt hol dir mal die Bastelschere. Unterm Tisch ist die nicht. Schön ausschneiden einmal, so dass du es mir gleich draufkleben kannst. Haha. Wichtig ist jetzt erstmal zu fragen, wo ich das Tattoo haben möchte, Alter. Wo möchtest du denn das Tattoo haben? Ich möchte, dass du mich siehst. Wo möchten Sie das Tattoo denn haben? Was ist denn das für ein Tattoo? Ein gemeiner Gruseldrache. Klingt spannend, oder was hast du? Ja, das klingt schön. Wo würden Sie das denn empfehlen? Wo tut das denn nicht weh? Das tut ja weh. An den Beinen. Oder tut das überhaupt weh? Am Bein. Tut ein Tattoo weh? Ich möchte, dass du mich am Bein tätowierst. Das wäre cool. Den dicken Wilke erstmal hinsetzen. Ne, das zweite Tattoo, was ich mir selbst tätowiert habe, um das zu lernen. Das ist eine Songzeile von Giant Rooks. Möchte ich, dass du das Tattoo hier hinhaust. Okay. Passt das? Neben Bibi. Aber halt ein bisschen von Bibi weg, weil Bibi ist ja ein Meisterwerk. Erstmal rasieren. Na, nimm mal Desinfektionsmittel. Und ein Tuch in die Hand. Ja, da wo du ordentlich. Richtig ordentlich. Mehr passen. Wie rum hat. Du hast dich noch nie rasiert, ne? vorsichtig, das sind. Ist echt, kein Zwieback. Das ist. Echt ein Rasierer. Das sind, der ist super scharf, also aufpassen. Genau die Stelle, die du tätowieren möchtest, die rasierst du jetzt. Mhm. Und zwar von oben nach unten. Von oben nach unten. Erst abwischen oder? Erst rasieren. Vernünftig, aufpassen, das ist vorsichtig. Du könntest den Kunden schneiden. Nicht da. Das Tattoo soll doch hier hin. Da, wo du desinfiziert hast, Mika. So, jetzt nimmst du das Tuch und reibst einmal richtig fest ab. Das Stencil darf, das Leckergrüne, da fein lecker. Ah! Schön reinreiben, mit ein bisschen Schmackes. Drachen nimmst du jetzt, aber du fragst mich jetzt, wo ich den hinhaben möchte. Sagst du einfach, ey Wilke, du Klöte. Ey Wilken, du Klöte. Willst du den wirklich da haben? Willst du ihn wirklich? Ja, will ich, Alter, und der soll. Ein bisschen gerade. Der soll gerade gucken, der soll böse zu Bibi gucken, genau. So, und jetzt hältst du eine Hand, genau, hältst ihn fest und drückst ihn jetzt gleich richtig schön an. Legst deine Hand da gleich richtig schön. Und patsch. Und draufdrücken, genau, und draufdrücken. Alter, der Stencil, der sitzt gut. Ja, top. Das mach einfach reinschieben und dann macht gleich Klick. Ganz bisschen. Und? Reinstecken und dann zur Seite drehen. Ne? Zur Seite drehen. So, ist gut. Ist fest. Mach mal an. Siehst du die Nadel? Nadeltiefe einstellen ist wichtig. So, dann kannst du das ungefähr sehen, wie weit die Nadel rausgucken muss. Mhm. Ich mach die bei dir ein Stück weiter rein, als das eigentlich soll. Damit du nicht zu tief stehst. Ich lege jetzt meinen dicken Mettklumpen dahin. Ich mach dir das einmal kurz vor, damit das einmal vernünftig sieht. Du tätowierst mich schon wieder umsonst. Geil, Alter. Spannst du die Haut mit und setzt dann an und ziehst. Versuchst immer eine Linie am besten in einen zu ziehen. Und ziehst in einem Tempo das schön durch. Dann hast du eine feine, saubere Linie. Super schwer, das Gefühl dafür zu entwickeln. Das heißt, ein richtiges Tempo, der richtige Druck, aber das fühlst du, das siehst du nach der ersten Linie. Nichts, langsamer. So, abwischen. Na, nicht über das ganze Tattoo, nur die Stelle, wegwischen. So, die Linie ist schon mal drin. Und das sogar nicht schlecht. Das war gut. Immer Vaseline drauf. Jetzt geht's. Schön langsam. Willst du jetzt machen? Das Stück, ne? Oder? Na, jetzt machst du den Fuß in einem durch. Und hörst hier wieder auf. Genau, jetzt an der Kante runter, an der Hacke und zieh weiter. Und stopp, du gehst zu schnell. Du musst ein gleichmäßiges Tempo entwickeln, was du immer beibehältst. Nicht, das ist zu schnell, die wird nicht drin sein. Weiter. Genau, nicht zu doll drücken.
Langsamer. Langsamer, genau, das Tempo ist gut. Weiter, Haut weiter straffen, den Finger mit durchdrücken. Ja, stopp. Also die Linien sind okay und da merkst du, hier warst du am Anfang einfach viel zu schnell. Da hast du die Farbe, also die Nadel bekommt gar keine Zeit, die Farbe in die Haut einzuarbeiten. Digga, du lernst das ja auch gerade noch, nicht zu schnell. Eine Linie kann schief sein, Alter, das ist sympathisch. Chaos ist sympathisch, merk dir das. Das ist halt voll in Ordnung, du musst halt das Gefühl dafür entwickeln. Und darum geht es, dass du das Gefühl dafür entwickelst, wie fühlt es sich an, mit der Nadel in der Haut zu arbeiten, wie muss ich was tun. Das sind halt Erfahrungen, die du sammelst. Und das dauert, das braucht ewig und es gibt so viele Techniken, die du lernen kannst. Aber das ist halt der Anfang und das ist cool, also weiter so. Schön langsam. Die Haut immer ordentlich straffen, Alter. Die muss richtig schön straff sein. Umso schöner sitzt die Linie drin. Genau, der Druck ist okay, ist cool. Wenn Linien nicht drin sind, nicht schlimm, Alter. Das ist so ein erstes Tattoo. Haut immer straffen. Und nicht so schnell. Langsam. Cool. Und der letzte jetzt. Zu schnell. Ah, nicht zweimal. Niemals zurückgehen. Bist du fertig oder hast du was vergessen? Ich sehe das von hier nicht. Ich bin fertig. Bist du fertig? Ja, jetzt einmal mal richtig schön rüberreiben. Bei mir darfst du das. Beim Kunden immer vorsichtig sein. Ja, doller. Reib mal richtig drüber. Kannst du ein bisschen mehr Power, damit das sauber ist, damit du siehst, was du dort fabriziert hast. Und? Yo, Mika ist fertig. Am Anfang ist das halt echt cool. Ist okay. Du lernst es ja noch. Mir ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ist cool, auf jeden Fall. Yeah. Und wie war's? Ja, wie gut. Was ist denn gut für eine Aussage, Mika? Ist gut geschlagen, Alter. Ist ein witziger Drache. Auf meinen Bart.